Gregor Stähli! Vielen Dank. Ich habe einen Text zu meinem Hobby. Streiten! Ich liebe es diskutieren. Ich bin nicht einfach nur streitlustig, ich bin streiturkomisch. Ich bin nicht einfach nur ein Streithahn. Ich bin eine ganze Streitlegebatterie. Ich bin nicht einfach nur ein Provokateur, ich bin ein Provokat extraordinaire. Und nie gut gesehen Französisch. Ich habe schon immer zu allem meinen Senf dazugegeben, wir sind ein naiver Zürcher und der Olma zur Brotwurst. Übrigens eine super Art zum Streitaufruhr. Wenn zwei sich streiten, freut sich Gregor. Darum habe ich mich doppelt so gefreut, wo wir wieder können Leute treffen, ein Zielgespräch führen und dann diskutieren. Das ist live besser als online. Ich hätte eineinhalb Jahre mit mir selber müssen diskutieren. Ich sage euch, das ist ein Elend für alle Beteiligten. Und darum habe ich mich als erstes mit dem Kollegen getroffen, den ich gewusst habe, sein Weltbild ist am weitesten weg von mir. Er ist so der Nemesis von meinen Ansichten. Der Joker zu meinem Meinungs-Batman, der Moriarty zu meinem Ideologie-Sherlock, der Andreas Glano zu meiner Wertvorstellung, Jacqueline Badra. Ich glaube, jeder hat so einen Kollegen, den man irgendwo ganz unten aus der Freundesliste muss ausgraben, niemand weiß, wo man überhaupt befreundet ist, aber man gibt beim Ausmisten trotzdem nie raus, weil die Wutbürger-Stories einfach so lustig sind. Und dann habe ich mich geschnappt und auf ein Bier eingeladen und voller Freude habe ich mich zurückerinnert an die grossen Hits vom letzten Treffen. Gleichberechtigung zum Beispiel. Ja, weißt du, Gregor, die Frauen, hat er damals gesagt, ich bin schon so happy gewesen mit dem Anfang. Die Frauen, die müssen ja auch nicht ins Militär. Stimmt, habe ich geantwortet. Die Frauen müssen nicht ins Militär. Die wissen gar nicht, wie das ist. Die wissen nicht, wie das ist, wenn drei Wochen im Jahr ein Break vom Büroalltag bekommst, um die ab 10 Uhr am Morgen Bier saufen und in der Palettenraum auf Material lang von Bombardierten und Offizieren zu verstecken und mit den Jungs in Jassen zu klopfen. Das ist schon heavy. Meine, das sind andere Struggles. Das kennen jetzt nicht die Frauen. Ihr Kinder hat ihre Karriere von dir, vorstellt die Unternehmensstrukturen bekämpfen, Work-Life-Balance, Firlenfans. Hast du mal drei Wochen im Jahr Netflix auf niedrige Auflösung geschaut, weil der Handyempfang in Zivilschutzanlage verschwemmt ist? Never forget! Auch Umwelt ist immer ein super Thema mit dem. Weißt du, Gregor hat gesagt, solange China mit anderen, mit vier linksversiffenen Grünen, werden wir probieren, meine Plastikröhrchen wegzunehmen. Sollen die in der Asien ihren CO2-Ausstoß zuerst in den Griff bekommen? Jawohl! Wäre ein valider Punkt gewesen, hat er in dem Moment nicht die gefälschte Ray-Ban-Brille aus der Thailand-Ferien-Brille wie von AliExpress verstanden. Und nach diesen Hits habe ich mir natürlich besonders gefreut auf der bevorstehenden Streitobung. Die Pandemie hat ja viele nicht so gut getan, es muss besser geworden sein. Ich habe extra Notizen gemacht, ein paar Fragen aufgeschrieben, um das Feuer zu entfachen, oder? Soll man lieber den Gender-Stern oder den Doppelpunkt bevorzugen? Wie man die schocküberzogenen Schwunggebäcke nennen soll? Und ob der sogenannte Deep State, von dem ich erzähle, sich auch schon für die WM qualifiziert hat. Mein Lehrer von der Münchner Franz-Matur war so stolz, dass wir eben doch auf ein Gespräch vorbereitet haben. Voll ready bin ich gewesen. Und passiert ist nichts. Wie verwandelt war er? Der Einstieg, ich bin kein Rassist, aber Jockel von damals, komplett umdreht, wie eine gekehrte Hände, kein Wutbürger, kein Schwurbler, ganz entspannt, ungezwungen, nonchalant, wie der Spanier würde sagen. Er hat mir erzählt, dass er das Auto verkauft hat, er fährt nur noch ÖV, manchmal Velo, in seinem Betrieb ist er im Gleichstellungsausschuss und am Wochenende geht er damit mit den Kindern vom Asylzentrum schutten. Er ermöglicht behinderte Kinder, um mit Delfinen zu tauchen und er ermöglicht behinderte Delfinen, mit Pinguinen zu tauchen. Und er engagiert sich in der Superküche von der Gemeinde für die Bedürftigen und führt jeden zweiten Dienstag einen Lesekreis für Schundromane mit den Widmen vom Dorf. Das ist ein super engagierter, weltoffener, hilfsbereiter Mensch. Was für ein Hurenbixer! Verzweifelt habe ich probiert, das ehemalige Wutbürgertum aus ihm rauszukitzeln. Ja, sag mal, habe ich gesagt. Ehe für alle, so als Christ. Ist das nicht ein bisschen weird? Er hat aber nur gesagt, ja, was, also Gott liebt doch all seine Kinder gleich. Es hat doch alle das Recht haben, ihre Liebe von ihm können bezeugen. Ich meine, fuck, ist einer von den modernen Christen. Und auch Organspenden habe ich noch verdoppelt. Das Auseinandernehmen von der Schöpfung von Gott, das ist doch auch irgendwie Platz für mich, oder nicht? Finde ich nicht, hätte ich gesagt. Ich tue mir auch gerne spenden, wenn es jemandem hilft. Sie können alles nehmen. Gut, nein, stimmt nicht. Nicht alles, meine Augen will ich nicht spenden. Lieber nicht aus dem Gesicht. Ha, habe ich gesagt. Eben, weil die Augen das Fenster zur Seele sind, das Fenster zu Gott. Nein, hätte er gesagt. Ich will einfach nicht, dass jemand mit meinem Handy entsperrt. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Es kann doch nicht sein, dass mein Premium-Streitpartner zum Vorzeigen-Gutmensch geworden ist. Die Pandemie hat ja wirklich nicht alle gut getan.
Gregor, ist bei dir alles in Ordnung? Hat er mich gefragt. Siehst du angespannt aus? Soll ich ein Glas Wasser bringen? Hör auf, fürsorglich sein! Kann man mit mir streiten? Habe ich gedacht und verzweifelt nach Trigger-Themen gesucht. US-Wahlskandal, Abtreibungen, Bürzenbuben, nicht hat geholfen. Überall war die gleiche Meinung. Wir haben es gelenkt. Ich bin wortlos aufgestanden und gegangen. Zahlt habe ich nicht. Hat der feine Herr ja schon gemacht. Auf so Freundschaften kann ich verzichten. Am nächsten Tag hat er mir noch geschrieben, er bedanke sich für angenehme Gespräche. Aber ich fand es besser, wenn es bei dem bleiben würde. Meine Ansicht, dass sie ihm einfach ein bisschen zu krass und zu weit weg von seinem Weltbild. Daraufhin hat er mich als Freund entfernt. Was für ein verdammter Wichs.